Hallo. Da sind wir wieder. Servus. Zum Tor zum Ark. Genau. Und zum Zolz. Arsch. Keine Einleitung. Okay. So. Ich weiß gar nicht, ob der Bär wohin geht. Es gibt nicht allzu viel zu gehen. Sporenhüter. Ah, okay, hier noch nicht. Hey, yo. Wo habt ihr die beiden? Ja, die stehen am Kern eigentlich recht schlecht. Wenn sie du wolltest die da haben. Wollte ich? Nein. Doch, hast du gesagt. Nee, ich hab die hier zum rechten Ausgang geschoben gehabt. Und da wollte ich eigentlich auch passen. Ja, aber dann machen sie wenig Sinn. Weil sie dann sterben und sie verbraucht werden. Na. Jupp. Auch. Bäh. Zielen ist möglich. Ja. Die Spohne sind böse. Böse. Nice. Na, klar. Wieder Freund. Nicht andersweise. Läuft. What? Läuft gut, das ist, gell? Gut, schau dich aus. Ja. Mann, mal, warum steht der hier und nicht da? Bei Baum. Hatte keinen Grund, der stand da einfach so. Ich hier. Macht noch mehr Sinn. Baum. Warum steht da überhaupt was? Das kann man doch erstmal Schalter nutzen, vielleicht. Dass man eine vernünftige Zone hier aufgebaut hat, oder was auch immer das werden soll hier. Da. Ja, das wird eine Zone. Ich glaube, das geht sogar mit dem Glück. Hey, ein schiefes Gummus 5 weg. Da wird sich jemand freuen. Komm mal hier mal. Das ist ein Haus, wenn du von hier aus guckst. Zu hier und nochmal weg hier. Geht doch mal so einmal da hier. Ja. So. Ist allerdings dieser Block nicht komplett sinnlos hier? Der hier? Ja. Jetzt allerdings ja. War er vorhin noch nicht. Ja, so ungefähr wird's auch schon. Das ist eine sehr hübsche Damage-Zone bis jetzt. Ja, so dieses Wabenmuster, das ist modern. Mhm. Wenn ihr die Tatsache, was kommt hier hinten in der Ecke? Was hat das mit dieser Ecke hier auf sich? Das ist noch viel modernerer. Toter Raum. Es wird ausgefüllt. Es wird ausgefüllt einfach. Das heißt, die Damage Zone besteht aus einem Halbkreis, sieht man. Ja, so ein schiefer Halbkreis. Ständig neu erfinden. Ah, klar. Wenn das reicht, okay. Füllt das mal aus oder was auch immer ihr machen wollt. Ja, passt schon. Drei Blöcke haben wir nur. Was wie? Weg. Drei Blöcke hast du. Jo. Hab ich. Ja, hier? Da einer. Perfekt. So einer. Und den letzten nach hier. Haben wir einen Blitzhorn oder so? Die aber nämlich nicht schlecht. Ich hätte einen da, ja. Aber. Ja, stell nochmal irgendwo hin. Muss Spaß. Machen wir eine schöne Kurve, da haben wir eine schöne Kurve. Ich nehme den Kanonenturm mal wieder weg und pack den wieder hier in die Mitte rein. Ja. Müsste halt mit der Umbrange mal gucken, ob das so passt. Die Umbrange sind. Wo wollen wir die Amp hinstellen haben, ist die Frage. Ja, in der Mitte hier direkt. Vielleicht? Hier am besten. Nimm halt, hey, Simon, nimm halt die Ecke.
Ja, aber auch schön. Ja, gut. Ist halt noch recht spät, aber... Mehr macht einen Unterschied, ist wohl wahr. Also, wo soll jetzt die Ampel? Damit ich weiß, wo ich nicht bauen soll. Da? Wahrscheinlich hier, wo sie jetzt steht. Warum platzieren wir sie nicht einfach gleich? Weiß ich nicht. Geld ist, glaube ich, wertvoller woanders reingesteckt. Fürs Erste. Na dann. Ich werde eigentlich meinen Laserhafen mitgehen lassen. Markus. Was? Nö. Ja. Was also wirklich das alleine. Gut, das geht auch. Oh, hallo. Tag, guten Tag. Hier. Ist auch eine schöne Ecke. Perfekt. ACP. Müssen wir das Teil also doch, okay. Unsch, unsch, unsch. Ja. Hast einen Raketenturm direkt in die Mitte. Ja. Da wo der Feuerleit eigentlich schön hinpassen würde. Ich hab gedacht, du packst. Deswegen habe ich gefragt. Ja, die Amt, die will ich runterpacken hier. Raketenturm würde auch hier hinpassen. Voll ausgebaut. Ja. Müsste doch eigentlich auch die ganze Strecke hier überwinden können, oder nicht? Locker. Bisschen hier haben, oder wie? Ja, oder sonst irgendwo, wo er nicht so zentral steht, dass man da Vorturm hinpacken könnte. Ja, der reicht ja jetzt schon bis zum Kern. Eben. Knapp. Naja, passt. Ja, jetzt, jetzt komplett. Passt. Ah, was kommt jetzt eigentlich? Eine Lautstärkeverstellung kommt jetzt. Ja, du mich auch. Oder du machst das am besten selber, Markus. Was? Bist du dir mal leise geworden? Quatsch. Ich habe Sprachaktivierung an, auch von einer festen Dezibelzahl. Ich kann nicht leise werden. Doch, wirst du. Er ist auch nicht leiser. Nicht? Doch. Nö. Das muss so laut irgendwo bei dir sein. Höchst seltsam. Ich finde es sehr interessant, wie unglaublich synchron sich die beiden Bots bewegen. Jo. Nebenbei, nur so ein kurzer Gedankengang gerade. Hm? Sieht besser auswendig. Und es ist scheißegal, weil da hinten immer noch zu ist. Ja. Mal anbieten, ja. Gut. Oh, Fliege sicher kommen. Spurenhüter, ja, ja, jetzt kommt alles. Alles. I'm done, let's go. Haben wir alles abgegeben, ja. Dann gehe ich auf die Panzerteile, ne? Ja, ich gehe mal auf die Hüter am besten. Dann gehe ich die fliegenden Viecher auf den Esen. Oder ich bleib hier, weil die Ewigkeit braucht, bis die Treppen runter sind. Das ist schön, dass wir so bei einem Sturm halten, weil ich jetzt das Ingenieurs-Upgrade drin habe. Ach so? Sehr gut. Die Läufer sind fast beim Kern. Ja, ich weiß. Ich wollte schon mal aufgehalten. Na, Rückstoß. Die Schweber sind auch da, ne? Jo. Ja gut, die Spornträger, die sind ja wirklich kein Ziel. Naja, dann sind die auch nicht. Warum sind die Bots schwarz? Weil sie tot sind. Ich hab die nicht mit Demo verwechselt. Ja, aber so verwechselt man sie mit den Lumen, das ist auch nicht so praktisch. All clear for now. Und der Kern hat 60 Leben mehr als vorher. Ja. Ist ein Zeitlimit. Oh Gott. Ja. Überfordert. Langsam.
Nein. Das bringt absolut nichts, auf von oben nur Pflegeviecher kommen. Denen sind die Türme, die wir hier bauen, egal. Die fliegen aber durch. Vorerst egal. Okay, ready. Na dann. Mal schauen, wo gehe ich denn hin? Oh, Schwebe. Kann ja nicht schlimmer kommen, ne? Ach, weiß ich, ich finde die Spornbleiche gerade unangenehm als die Schweber. Huch, hallo. Schweber sind immer mehr. Was für andere, dass die eher ihren Würfel können. Und noch einen Schaden machen dabei, wenn das als Schweber geht und das auf die Gegend schubsen. Was? Jetzt schon? Hast du da? Ups. Wow. Ja, einmal reinhalten. Danke. Mach ein starkes Soundpick hier. Ja. Wo haben die eigentlich deren Schwachpunkte? Die Spornwächter vorne im Gesicht. Und noch welche? Da sind noch welche. Schöne Lichteffekte. Was? Der kann da genauso viele heben wie vorher. Nee, wow. Nicht wirklich. Nee. Weniger. Meines. Nee, mehr. Wie gut, dass wir einen regenerativen Kern drin haben. Nee, stimmt, weniger. Nee, der hatte vorher 3560. Ja. Jetzt 3500. Amp. Ja. Steht der Feuerleiter? Nee, stimmt. Nee, noch nicht. Der kommt aber auch. Och. Ja, gut, dann halt so. Das war immer von Anfang an so geplant, oder nicht? Ja. 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 Alles gut. So. In dem Menü, wen nehme ich denn da? Die Arme. Und wie lautet der Plan hier, Markus? Ich bau gerade um. Ja, gib mir Ressourcen, ist auch okay. Ja, wenn du im Weg stehst, dann gebe ich dir einfach Ressourcen. Nice. Und danke. Halt auf! Aus Weg! Niemals. Dann werde ich öfter im Weg stehen. Genau richtig, da. Nein, was sollen die da? Was sollen die da? Dann mach das selber. Mich durcheinander braucht, Mann. Ist gar nicht wahr. Mal das wieder mit, was du brauchst, ist okay. Nimm mal Werteblitz zum Overcharged. Das ist ein Punkt. Okay. Ich hatte noch einen Punkt übrig, weil ich aus irgendeinem Grund 401 hatte. Als ich dann gesehen habe, dass Markus mit seinen 99 Punkten den Blitz angeht, habe ich gedacht, packe ich den letzten Punkt da noch rein. Und dann habe ich vergessen, dass er schon Overcharged war, also der ist ein Punkt mehr. Du kannst es auch wegnehmen und dann... Nein, ist alles gut, glaube ich nicht. Warum nicht? Das sind doch etwas seltsame Zahlen. Ach ja, aber... Mal der jetzt 51 hat, was eigentlich gar nicht sein kann. Weil dann irgendein Turm 2 weniger haben müsste. Naja. Vielleicht war es noch irgendwer Overcharge, aber ich hatte definitiv nur einen Punkt.
Was wird das hier, Markus? Ja, lange Sniper-Schiene. Simon hat mich ja aus meiner anderen Strategie rausgebracht, also musste ich mir was Neues anhören. Was war denn deine andere Strategie? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's ernsthaft vergessen auf die Schnelle. Aber wenn, dann würde ich jetzt mal machen, dass du das hier gleich einen Zickzack draus machst, oder? Ja, genau. Dann wenn mach ich das halt jetzt vorne mal. Sind. Hm? Ja, wohl stimmt. Kann man auch ohne das. Ja. Simon, Quatsch. Das ist schon alles richtig so. Besser. Nein, das kann man jetzt so nicht mehr so genau zielen. Das heißt, wir müssen es wirklich hier beim Turm aufhalten. Ach, was soll's. Man kann so besser zielen, weil ansonsten die Gegner random laufen. Ja? Ja. Gut, stimmt. KI ist KI. Was kommt denn diesmal raus? 7 von den Tonnen? Tonnen? Ja. Ach ja. Die sehen für mich aus wie Tonnen. Waren das diese Upper-Dinger da? Ich glaub fast ja, aber was macht denn... Ah, okay, ja. Hier werden uns einmal schon nochmal alle DLCs ins Gesicht geschmissen. Dann kommen Heiler. Oh no. Heiler und Over... Ah. Ja. Geh auf die Heiler. Ein overcharged Heiler. Yay. Gab's schon oft genug. Ja, leider. Oder nee, ich geh auf die Overcharger. Ja, bin ich dabei. Denke ich auch, ja. Die gut, Heiler können da hinten ja nicht viel machen. Bis die ja, heilen. So. Mutierer, Tatsache. Vor allem dürfen die sich nicht selbst overchargen, das ist das Richtige. Boah. Sorry. Das war knapp. Nein, böse. Mist. Mist. Trigger Plus. Ja, ein Plus ist ja nicht so schlimm. Noch ein Trigger Plus. Spätestens wenn sie Krieger 7 Plus sind, dann ist das perfekt. Ich zieh den einen Krieger plus plus mal zu mir hin. Zusammen mit zwei Mutierern. Jo. Mutierer down, Krieger plus plus lebt noch. Und da oben ist ein Heiler. Zwei. Am Kern ist ein Krieger plus. Plus. Ah, Krieger 3 plus. Aha, Mist. Jetzt wird's richtig spannend hier. Ja. Uppala. Ah, cool, unsere Schützen respawnen. Ja, zwei Schuss. Jo. Naja. Hat er keinen Schaden oder? Ich glaube nicht. Nicht nee, hat er nicht, Fall. Weil er nee. 400 Punkte dazu gewonnen hat. Jo. Shit. 14 von den Schwebeviechern wieder. Hüpfer. 7 Springer. Das ist ja kein großes Problem. Die kommen eben hier lang. Gehen dann hier in den ganzen Treffer und hüpfen halt hier rüber. Aber die halten ja nicht viel aus. Ich mag hüpfen nicht. Wir haben nichts dagegen zu tun, also machen wir es einfach so. Eben. So, dann stelle ich hier nochmal eine Gatling. Wenn mir nicht jemand im Weg kommt. Gedankenkontrollturm vielleicht alles langsam? Ja, such dir einen schönen Platz aus. Ich würde fast sagen direkt vorm Kern, oder? Ich weiß nicht, da ist glaube ich zu spät dann schon. Ansonsten ist der nächste Ort, der noch. Hier in der Gatling, würde ich sagen. Möglicherweise. Ja, ich würde es weiter vorne hinstellen. Weil ich würde es jetzt hier hinpacken. Dann halten die gedankenkontrollierten Gegner die anderen auf und dann bleiben sie stehen. Eben am besten tief in der Damage-Zone, aber nicht zu tief. Schau hin. Gut, ja. Du bist dann vorbeigerannt, ja. Hier vorne. Der wird noch von allem getroffen, von den Range-Teilen. Oh, Tatsache, ja, stimmt. Ja.
Und von der Größe her ist es eigentlich so ein recht guter Ort, würde ich sagen. Ja, doch. Mit ein bisschen Glück trifft er nämlich auch die Gegner, die gleich hier sind. Hm. Ja, doch, ich glaube, das passt. Dann kommen die 80 Punkte da noch rein. So. Ne, ich meine, da unten glaube ich wieder mit und packt die Sachen da rein. Die zwei Teile kommen wieder da hinten hin, ne? Um den Weg zu verlängern, oder was machen wir? Jo. Ja, mehr können wir nicht machen. Right. So. Ich geb mal ein bisschen. Na wohl. Ich mach die Fliege. Dann kümmern wir uns ein bisschen um die Hüpfer erstmal. Let's get going. Ich gehe dann mal auf die Seite hier. Oder ich stelle mich einfach mal hier so hin. Ich werde die eh nicht lange treffen können. Let's go. Halt jetzt aufpassen, dass wir nicht die Kontrollierten abschlachten. Die werden doch dann in einer anderen Farbe angezeigt, oder ne? Ja, die haben so einen kleinen lila Partikel oder so. Dass ich treffe, ey. So weit weg. So, die sind weg. Gut, jetzt kommen die Spuren töten. Ja, wir sind ziemlich spät erst gekommen. Ich eigentlich nur mit Tesla gehen kann. Bei denen sind sämtliche Taktiken von mir halt voll zum Umsatz haben, weil sie so oben sind. Ja. Was war das? Nope. Dune.